Hallo Tubis und willkommen zu einer weiteren Folge Shelly will's wissen. Heute ist die Folge im Sinne von kosmetischen Projektionen und Farbwahl, verschiedenste Ausrüstungssets und so weiter. Und ich hatte ja gesagt, ich mache einen zweiten Char noch hoch. Der ist jetzt mittlerweile Level 60, ist ein Cheldor, aber ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Also es wird auch in dem Video zwei Versionen schon mal geben. Die Endversion meines Chars seht ihr im nächsten Video. So, wichtig ist jetzt Start Nummer 1 in Mordona X22Y6. Dort könnt ihr bei Viscard eine Quest annehmen, die heißt Prismatische Illusionen. Dort lernt ihr dann, dass ihr im Endeffekt euch schöne Rüstung über hässliche Rüstung projizieren könnt. Weiterhin bekommt ihr hier dann auch beigebracht, wie ihr mit Projektionsplatten umgeht. Diese könnt ihr in der Projektionskommode in der jeweiligen Stadt in einem Gästehaus euch angucken, indem ihr sagt, ich möchte ein Gästezimmer beziehen, und dort habt ihr dann diese Projektionskommode. Also, sobald ihr Level 15 seid und nach Mordonat könnt, könnt ihr diese Quest annehmen und könnt euren Char so anziehen, wie ihr das wollt. Das Einzige ist, ihr braucht noch die entsprechenden Gilden vielleicht für die besten Outfits oder die schönsten Outfits, weil günstig sind die leider nie. Das nächste wäre dann, dass ihr in Mordona auch bleibt und dort an den Koordinaten X21Y8 bei Alyse eine Quest annehmen könnt, die heißt Bring Farbe ins Spiel. Farbe ins Spiel, ja, das sagt es eigentlich schon. Ihr könnt, wenn ihr die Quest abspielt, also zu Ende spielt, habt ihr dann die Möglichkeit, eure Klamotten, wenn sie färbbar sind, auch zu färben. Und ihr bekommt genau noch gesagt, wie ihr das dann auch wirklich macht. Und diese Quest könnt ihr mit Level 1 schon sofort annehmen. Da könnt ihr natürlich noch nicht nach Mordona in den Sonnenstein. Aber sobald ihr in Mordona seid, denkt an Alyse und holt euch die Quest ab, um euch die Farbe ins Spiel zu bringen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten kosmetischen Detail hier im Spiel. Und zwar betrifft das die Kosmetika-Klingel. Bei der Kosmetika-Klingel könnt ihr halt einen Kosmetiker rufen, wo ihr einige Details eures Chars nochmal nachträglich ändern könnt. Wie, ganz wichtig, die Frisuren, die Haarfarbe, das Augen-Make-up, Lippenstift und so weiter. Lasst euch einfach überraschen, wenn es soweit ist, und schaut, was ihr ändern könnt. Es ist nur das Problem, wenn ihr die entsprechende Quest noch nicht habt, dann könnt ihr an der Krämerklingel stehen, darfst aber nicht rufen. Also müssen wir überlegen, wo müssen wir denn dann hin? Und da ihr mich ja abonniert habt und somit auch nicht wie irgendeinen Tipp von Shelly verpassen könnt, wisst ihr auch, dass ihr, sobald ihr Level 15 seid, in Limsa Lumimsa an der ertränkten Sorge X11Y11 eine Quest annehmen könnt, die da heißt, schön ist nicht schön genug. Und zwar lernt ihr dort den Kosmetiker kennen, den ihr nachher an dieser Klingel immer wieder rufen könnt, wenn ihr sagt, ich kann meine Frise nicht mehr sehen, ich kann mein Make-up nicht mehr sehen, ich muss was ändern. Wichtig hierbei ist, ihr bekommt als Geschenk, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, einen Gutschein, den ihr einmalig einlösen könnt, wenn ihr den guten Mann ruft. Und danach kostet es jeweils immer 2000 Gil. Das ist also somit der teuerste Lippenstift hier im Spiel, den man kaufen kann. Das war auch die Folge schon wieder, Shelly will's wissen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Denkt dran, Abo und Like nicht vergessen, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Und ja, schreibt mir am besten mal in den Kommentaren, ob euch solche Videos auch gefallen, indem ich euch einfach zeige, wo ihr bestimmte Quests freischaltet, die euch dann im Spiel Goodies geben. Verschiedenste, und dann weiß ich auch, ob ich in dem Format bleibe oder nicht. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, mein Char sieht jetzt anders aus als vorher. Wie gesagt, im Hinterkopf behalten, das ist die zweite Shelly. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall in Eosea wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bis zur nächsten Folge. Eure Shelly und eure Annie.